Hab ihn mir noch nicht angeguckt. Ich schieb das so ein bisschen auf. Wir sind in der Knifefront. Applaus. Ich versuche mir auch das kleine Bildchen von ihm nicht zu genau anzugucken. Es sieht eigentlich jetzt besser aus als vorher. Meine Meinung. Aber viele sagen, es geht nichts über den Bart, egal wie scheiße er aussieht. Oh mein Gott! Was hat Zimlichsen da gemacht? Ja, das hat man, glaube ich, gar nicht groß mitgekriegt. Und trotzdem sind sie jetzt im Vorteil. Jo, Knife Round geht an Navi. Und ich nehme an, die werden auf CT stehen bleiben. Den Chat, nochmal als Info für euch, den sieht man auf den ESEA-Servern nicht. Deswegen werden wir über den Chat keinerlei Infos bekommen. Pfandflaschen sammeln, hä? Pfandflaschen sammeln. Okay, wir. Ja, aber ich werde ja nicht rausgelassen, um Pfandflaschen zu sammeln. Wir sind ja paradox. Die ganze Zeit im Keller. Ich bringe dir die immer mit. Du bist der Einzige, der Ausgang hat. Ja, das. Ich bin ja der Hauptteil von uns. Nein, Spaß. So, gucken wir kurz auf den Aufbau. Das ist es soll wohl Richtung A gehen. Vor allem die Bombe. Oh, sieh dir das an. Oh, und aber Zeus. Der bekommt noch den Kill. Bombe down, das kann er ansagen. Aber der hat jetzt geflasht, wird von zwei Seiten angegangen. Kriegt sogar noch den Kill gegen Kerrigan. Und den darf er eigentlich nicht machen. So, und jetzt die 4 gegen 3 Situation. Edward bekommt hier den Kill gegen Device. Die Bombe wird in der Smoke gelegt. Zwar nur der Fake-Plane. Sipnix will unbedingt vorher noch einen Kill machen. Jetzt ist er natürlich besser gefallen. KGB letzter verbleiben. Der kommt über die Mitte. Geht den Connector hoch. So, one on two, nicht unmöglich. Er weiß auch, wo einer ist, aber die Hits, die haben wehgetan. Gibt zwar nochmal den Headshot gegen Edward, aber das 1-0 für Navi konnte er nicht abwenden. Ja, hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Ich meine, wer war's, der so schön in der Action im Grunde gekämpft hat? Ersten Kill sofort geholt, nur um dann von Zeus direkt einen in die Fresse zu kriegen. Und dass er da zwei geholt hat, war natürlich stark von ihm, darf aber eigentlich nicht passieren, weil er da eine richtig schlechte Position dafür hatte. Ja, er wird voll in die Zange genommen. Also der zweite Headshot, der war ja auch Gold wert. Ja. So, Flamey mit dem ersten in der Mitte. Man macht einen Force-Buy, teilweise Force-Buy. Ja, nee. Man hat teilweise ist ein Force-Buy. Ich nehme das gekauft. Also, Sipnix und Device haben beide Geld drin gelassen. So, und Flamey räumt hier fleißig die Mitte auf. Hat sich auch schon die Bombe geholt. Ja. So, KGB bekommt noch einen, weil Zeus so ein bisschen das Timing verpasst hat, da rumzuziehen. Aber eine Waffe zu verlieren ist kein Problem. Und Astralis war auch eben kein Bombenplant in der ersten Runde. Jetzt müssen sie nochmal normal in die Eco gehen. Das wird also sehr wahrscheinlich Runde Nummer 3 für Navi. So, noch hier wieder ein A-lastiger Aufbau von Astralis. Keine Smoke dabei. Man wird jetzt versuchen, die Bombe zu legen, aber ohne irgendwas ist das natürlich sehr schwer, gerade auf dem A-Spot. So, und Guardian nur mit der P2000 will hier natürlich so früh wie möglich auf die AWP gehen. Zeus unter Holz macht einen, zweiten bekommt er nicht. Ziemlich viel daneben geholzt. Jetzt ist er down. Edward jetzt als Backup da. Ersten Kill macht er, zweiten bekommt er auch. Den dritten schießt er noch low. Siehst, kommt dann zur Unterstützung. Und wenn die Weiß da durchgekommen wäre, das wäre richtig ins Auge gegangen. Ja, hat natürlich das Pech. Ja. Wird so von hinten geholt. Gut, aber zwei Mann noch verloren. Trotzdem, Astralis hat es nicht auf dem Bombenplant geschafft. Aber jetzt hier erste Waffenrunde. Natürlich, wir kennen es, wird auf jeden Fall ganz wichtig. Denn wenn man die nochmal verliert, könnte es hier gleich schnell 5-0 stehen. Ja. Auch interessant, dass Seast auf seiner MP7 bleibt. Oh ja. Na gut, mit der MP7 geht's nicht. Die beste Waffe gegen Kevlar. Ja. UMP wäre da wahrscheinlich noch besser gewesen, aber UMP macht mehr Schaden gegen Kevlar. Ja. Sache ist, ich glaube, die MP7 ist vergleichsweise gut im Sprung zu benutzen. Ja, da hat er die richtige Position für. Da hätte er die richtige Position, aber das darf man heutzutage eigentlich nicht mehr groß machen. Vielleicht mit der Scout noch. Vielleicht ist das auch so eine Sache, die man aus dem Grund macht, dass die CT-Seite einfach so teuer ist. Ja, das kann natürlich sein, dass das jetzt stärker im Meta reingesetzt wird. Ne? Genau. Dass man nicht mehr so viel umtauscht, selbst wenn man dann mit ein bisschen schlechteren Waffen spielt. Das Problem dabei ist natürlich, dass man im Grunde ein paar Prozente für die Chance für die nächste Runde abgibt, da man keine M4 hat. So, Flamey hat hier den Kontakt, steht da aber auch komplett offen, also gut, er wollte da immer wieder gucken. Oh, aber da macht
Ey, Wahnsinn, Zeus machte sogar Schaden an zwei. Jetzt ist es aber nur noch siehst mit seiner MP7. Der kündigt sich mit der Flash jetzt auch noch an. Der Molotow, er geht durch, macht den ersten, verliert aber viel HP. Aber kriegt auch noch die Weiß. Oh mein Gott, er schießt den dritten noch. Aber die erste Runde für Astralis und vor allem die erste Waffenrunde, die sie sich hier sichern können. Und gucken wir aufs Geld bei Navi Guardian. Wenig Kohle. Flamey könnte ihm da sogar eine AWP legen. Aber dann hätte er kein Geld. Hat gerade eine AWP gelegt. Ja. Er hat gerade ja noch, was sind es, 1800 mitgenommen durch die zwei Kills. Ja, dann war es gar nicht so schlecht, dass er die noch behalten hat. Also, alles ja, Vor- und Nachteile. Aber die Runde ist auch weg. Ja. Er hatte auch ein bisschen Glück, weil die beiden, die er geholt hat, das waren auch die, die close dran waren und die beiden, die low waren. Ja. So, aber wieder gut, er war nicht, also seine Waffenwahl war auf keinen Fall der Grund, warum man die Runde gerade verloren hat. Ja. Ich meine, wenn man 1 gegen 4 dran sitzt, da ist es noch super, dass er 2 holt und sogar einen noch low schießt. So, und Astralis spielt hier wieder mit viel Mitte-Kontrolle. Man hat sogar schon einen Spieler im Mini-Window drin. Das ist hier Kerrigan. KGMB hatte da den Contact Richtung Action. So, und damit hat Edward jetzt natürlich nicht gerechnet, aber eigentlich hätten sie damit rechnen müssen. Wer so lange die Mitte unbeaufsichtigt lässt, der muss damit rechnen, dass schon jemand im Mini-Window steht. Die Bombe orientiert sich jetzt Richtung B, da ist Seast vorgegangen, wird aber direkt gerefragt von Device. Über kurz jetzt die Spieler auch schon da. Zeus kann keinen Kill machen. Flamey kriegt noch den Kill an A, aber die Runde, das können sie schon saven gehen eigentlich. Sie sind viel zu weit weg. Bombe wird jetzt gelegt. Ja, gerade die AWP sollte man sollte man durchbringen, genau. Nun, man wird nächste Runde nicht kaufen können, wenn man da die zwei Waffen hat. Da könnte man sogar noch überlegen, ob man sagt, ja, wir forcen das jetzt einmal und versuchen es nochmal. Naja, das muss man dann gucken. Ja. Dann aber die werden schon, richtig gut angegangen. Dupree hier, der Erste, der jetzt weiß, wo jemand ist, wird aber vorher von Flamey ausgeschaltet und damit Tour und Tour, aber ja, man geht auch nicht weiter bei Astralis. Auch da hat man nicht so viel Geld in der Bank. Die zwei Waffen wird man nächste Runde auf jeden Fall gebrauchen können. Auch da eine AWP und eine AK im Spiel. Ja, deswegen, und man hat auch vergleichsweise guten Damage an Astralis gemacht. 3 Leute hat man am Ende noch geholt. Ja. Ne, die können sich noch nicht so die Bank aufbauen. Und das ist auch immer wichtig, zu versuchen, das Geld gerade der Ts klein zu halten, weil da kann es schnell gehen, dass sie auch mal 4-5 Runden hintereinander durchkaufen können. Und wenn man so viele Runden auf der T-Seite hintereinander verliert, dann reicht am Ende der Loser-Bonus auch aus. Oder? Ja. Ah, ich dachte, die HE wäre schöner. Schade, schade. 21 Damage, besser als nichts. So, und ja, bei, man macht den Force bei. Genau, wollte ich gerade sagen. Man macht den Force bei und wir sehen auch eine Scout bei Seast und eine AWP bei Guardian. Wo steht Seast? Der steht auf dem A-Spot hinter den Feuerkisten, möchte da also nur viel Damage machen, damit die CZ von Zeus, der da auf dem Holz oben steht, nicht mehr so viele Schüsse braucht, um den Gegner zu killen. Also das ist ganz gut gedacht, aber das kann auch komplett nach hinten losgehen, wenn hier die Smokes gleich kommen und der Go stattfindet. Das sieht komplett nach einem A-Go aus hier von Astralis. Device. Das ist mit der CC oben schließt du halt perfekt. So, und da war zwar der Scout-Hit, aber das hätte ein Headshot sein müssen für einen Kill. So, und deswegen Zeus jetzt runter. Flamey macht einen, dann kommt der Refrag aus dem Haus. Zeus muss vorgehen, wird dann aber auch von Sipnix geholt. Er hat eigentlich damit gerechnet, dass sie schon alle durch sind mit dem Go. Und deswegen zielt er da Richtung ja, Smog genau. Ab. Oh, und Guardian, der war so knapp. Der war vorbei. Ich hab den Treffen sehen. So, ein 1-on-4 für Edward, einen hat er schon geholt. Gegen 3 und KGB, der ist schon auf dem Weg Richtung Kurz. Edward bringt aber seine Waffe in Sicherheit, das heißt, er wird ihn auch... Oh mein Gott, und KGB geht direkt ins Haus rein. Ich dachte, er würde Richtung Kurz gehen, um dann noch den A-Spot von der anderen Seite anzugreifen. Ja, aber die wissen, dass er safen will. Aber sieh dir das auch an, Edward geht auch gar nicht erst weiter, der bleibt komplett im Underground stehen. Ja, ist das Richtige. Zu weit weglaufen darf man auch nicht. Sonst läuft man dem Gegner ja wieder in die... Ja, genau. In die Arme. Ne? Er weiß ja selber, wie sie denken werden und er kriegt noch einen Kill. Ja, wieder 3 Waffen verloren bei Astralis. Heißt, ja, man muss mindestens eine Damage, wieder komplett nachkaufen. Ja, das ist, ich finde, es ist immer sehr interessant, ob die dritte Waffe geholt wird oder nicht, auch wenn ein Team die Runde gewinnt, weil das kann schon auf die Wirtschaft bei einem Team draufhauen. Natürlich, ne, aber bei der T-Seite hast du es halt wirklich oft so, dass es nicht ganz so große Auswirkungen hat. Da nicht, ja.
Man kann natürlich nicht so viel Bank aufbauen, wie man das gerne wollen würde, aber... So, diesmal neue Position in der Mitte, aber Dupree macht direkt den Kill. Man erwartet ja eigentlich eher eine Eco. Und Edward, er kriegt den Kill. Ist ja auch eine Eco im Grunde. Ja. Wir haben nur die gesavte Waffe und man hat ein paar Pistols dazu gekauft. So, Smoke, dann geht man hoch. Flash und dann geht man hoch. Jetzt gibt's aber den Guardian. Auf dem Spot. Und er weiß, dass da noch mehr ist. Aber Sipnix macht den Refrag. Und in der Mitte wartet immer noch Kerrigan. Der hat jetzt Edward geholt. Das war die einzige M4. Zeus fällt direkt. So, und der wäre wichtig. Und er macht ihn wieder die dritte Waffe geholt. Und Bombe auch noch nicht gelegt. Jetzt ist er bekannt. Das dürfte Zeus eigentlich nicht mehr machen. Seine Position ist bekannt. Die Bombe ist genauso gelegt worden, dass beide Spieler sie sehen können. Der Kill von Device kommt. Vierte Runde Astralis und die gehen zum ersten Mal in Führung. Ja, vier Runden hintereinander. Nicht schlecht. Ich meine, bisher hat man nur die erste Runde und die Folgerunden abgegeben. Ja. Und ich weiß, dass natürlich viele hier für Na'Vi sind, aber wenn wir uns den Verlauf bisher angucken, sieht es ein ganzes Stück besser für Astralis aus. Ja, auch das Geld ist besser. Nächste Runde, selbst wenn man hier jetzt verliert, könnte man auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ja. So, and just to say that in English for all English viewers, we don't know why there is no English stream yet. Perhaps they have some problems with their production. So we will keep this stream in German, because it's a German scene site. Keep that in mind. So, Flamey macht den ersten Kill. Nee, macht den zweiten. Vorher hat, glaube ich, Guardian mit der AWP schon jemanden am Haus geholt. Die Runde sieht jetzt wieder gut aus für Na'Vi, aber der Spot ist schon eingenommen. Und Zeus, völlig falsches Timing, um da nochmal rumzuspringen. Jetzt wieder eine 3-gegen-3-Situation. Guardian macht den Frag gegen Sipnix. 2-on-3 für Astralis. Die Position von KJB, da kommt er gerade noch weg, weil da eine Smoke für ihn liegt. Er holt auch, siehst, aber der Refrag von Edward sitzt, die Bombe wird gelegt. Und Kerrigan, der Klatschmeister, holt den ersten. Holt den ersten. Und jetzt gegen Guardian. Und da weiß er genau, der hat die Awe und jetzt ist er bekannt. Oh, wie Guardian da einfach vorgeht weiter. Ja, man versucht sich da halt gegenseitig auszuspielen. Man kennt den Spielstil des anderen. Und da war auch der Hit. Und das hat er mitgekriegt. Und da sieht er noch, und Guardian macht den Kill. Schön gemacht. So ein Pech. Ja, aber auch schön gemacht von Guardian. Ist nicht ganz weggekommen. Ja, sehr schön gespielt von Guardian. Definitiv. Auch der Move hier nochmal Richtung Feuerkisten reinzugehen und das Ganze nicht nur von der Citybase auszuspielen. Also wirklich super cooles Mindgame hier von Kerrigan und trotzdem, Guardian hat das besser ausgespielt. Vierte Runde für Na'Vi und Astralis können hier nochmal kaufen, aber so viel ist dann auch nicht mehr da. Also nur noch zwei Spieler über 1000. Das ist das, dadurch, dass man vorher die meiste Zeit drei Leute verloren hat, dadurch verliert man im Grunde ein bisschen Geld, beziehungsweise kann nicht groß was aufbauen. Ja. Weil immer zwei mindestens, beziehungsweise einer muss auf jeden Fall komplett nachkaufen. Und das ist nicht der Vorteil. Genau, gucken nochmal. Das ist jetzt eigentlich so ein Standardaufbau. Einer Richtung B, der über den Underground kommt, zwei, die Mitte einnehmen. Aber man merkt bei Astralis, dass Na'Vi die Mitte eigentlich immer komplett offen lässt. Also finde ich einen großen Fehler von Na'Vi, die Mitte so offen zu lassen. Mit Guardian hat man ja eigentlich jemanden, der das halten könnte. Ja. So, jetzt geht's hier raus, aber Flamey unter Holz bekommt noch einen Kill. Da ist Guardian wieder, macht den ersten. Zweiten sieht er da auch, hat die Waffe gesehen. Aber Flamey ist zur Stelle mit dem Headshot und damit die fünfte Runde für Na'Vi. Die gehen wieder in Führung. Und bei Astralis ist nicht viel Geld vorhanden. Ja, jetzt sind sie wieder in die Eco gedrängt. Zumindest dürfte man davon ausgehen, dass sie jetzt eine machen, weil dann könnten sie die nächste Runde kaufen. Wird ein bisschen was an Pistols geholt, aber eigentlich sollte das nicht ausreichen, um Na'Vi in Verlegenheit zu bringen. Ja. So, jetzt geht. Und jetzt spielt man mal die Mittekontrolle gegen die Echo. Wahrscheinlich, weil man mit den Rifles da das einfach ausnutzen kann. Aber Edward. Oh mein Gott, Dupree! Beide. Oh mein Gott! Was ein starker Shot von Dupree. Und Sipnix versucht hier sein Timing auszunutzen, aber da hat Zeus natürlich den Vorteil. Macht hier den Kill. 2-gegen-3 Situation für Astralis und ja, KJB, der geht jetzt auch aus dem A-Haus weg. Ja, man muss jetzt gucken, dass man sich zu zweit zusammensammelt und irgendwo versucht, vielleicht noch einen zu überlaufen und dann den Spot zu kriegen. Jetzt es einzeln zu versuchen, ist, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung. Ja. Gerade in einem 2 gegen 3. Ja,
meine Navi-Betonung, das, da haben schon viele Haare raufen bekommen. Ich werde es nicht rauskriegen, Leute. Ich kann auch nicht immer Natus Winkere sein. Ist auch vollkommen wurscht. Ist auch nicht falsch. Ihr wisst, wer gemeint ist. So. Und ja, es ist nur noch Dupree, der konnte sich hier eine N4 schnappen. Macht auch nochmal den Kill gegen Flamey. Und hat da auch, glaube ich, Guardian gesehen. Ja. Und es sah so aus. Er wartet jetzt noch ein bisschen. Ich meine, wenn er das hier holt, wird er... Ah, dann wird er von beiden Seiten geholt. Aber er hätte das Ace machen müssen. Ja. Trotzdem sehr stark. 3 Kills, diese ersten beiden Kills von ihm. Dass er dem zweiten Instant den Headshot drückt, ist natürlich ein bisschen lucky. Trotzdem sehr schön anzusehen. So, und nächste Waffenrunde für Astralis. Kerrigan, ich nehme an, der wird noch eine AK picken. Nee, nur auf der Tech-9. Also, wahrscheinlich falls man diese Runde gewinnt, wird Kerrigan wahrscheinlich direkt auf die AWP gehen. Gut, er hat 1400 drin gelassen. Viel Auswahl, da jetzt was anderes zu kaufen, 1900. Ja. Das reicht für eine SMG oder für eine Scout und das war's auch schon. Ne, da ist er vielleicht mit der Tech-9 einfach besser. Aber Flamey und Zeus, Doppeldeckung im Haus und die hat wunderbar funktioniert. Man macht beide Kills und das sollte hier ein A-Go werden. Und jetzt kommt ja, aber gut, der ist auf der einen Seite ja schon komplett zerschossen worden. Das wird dann nicht einfach. Ja. Auch wenn sich Kerrigan da jetzt eine AK schnappt. Ja, jetzt nochmal langsam. Wartet hier auf irgendeinen Fehler. Da kommen die Smokes, Molotov. Ja, jetzt weiß man, dass es A das wird geben A. müsste. So, und Zeus, der wird durch den Molotov hier rausgezwungen, hat aber kein HP verloren. Also, gutes Timing da gehabt. Jetzt nochmal die Smoke. Die ist von Kerrigan geworfen worden. So, und Zeus, der ist jetzt bekannt. Und kriegt nicht den Kill. Die Weiß macht ihn. Damit 4 gegen 3, aber Flamey mit dem Frag gegen Zipnix. Aber Kerrigan und die Weiß holen das wieder raus. Jetzt ist Edward, der den Kill macht. One-on-Two-Situation für die Weiß. 25 Sekunden, hat den einen gesehen. Ja, jetzt erstmal legen, das hier könnte das Wichtige sein. Der Molotov, der liegt zu weit hinten. Und auch der Plant, der baut jetzt Druck auf Navi. Die müssen jetzt kommen. Und der Molotov hat sich da nochmal ausgebreitet. Der Molotov ausgebreitet und der lag dann natürlich sehr gut. Bitter, bitter, weil wenn der zu weit an der Seite liegt, kann er da stehen bleiben, hat weiterhin Deckung. Trotzdem immer noch der Nachteil für ihn. Er ist bekannt, sie können ihn umlaufen. Ja, es war wichtig, dass er in dieser Situation den 3 gegen 5 und dann dem 1 gegen 2 am Ende so noch die Bombe gelegt hat. Ja. Ne, jetzt kann man hier kaufen, jetzt hat man auch die AWP auf Kerrigan. Ne, auf KGB. Ja, ich meine, er spielt in letzter Zeit öfter. Ja. Auch wenn Kerrigan ein sehr guter AWP-Spieler ist. Er war halt der Einzige. Und es soll Mitte-Kontrolle geben, und zwar von Navi. Das haben wir ja die Runden davor nicht so gesehen, jetzt die Umstellung hier. Aber ganz am Anfang. Oh, und super Flash, 3 Leute blind, der bekommt 2. Und dritten bekommt er nicht, da ist die Waffe leer. So, siehst, mit der Awe macht hier aber den Kill, die Doppel-AWP von Navi immer noch im Spiel. Und auch Zeus bekommt seinen Kill in der Mitte, und bei Astralis sitzt das Aiming gerade nicht so. Ja, dafür sitzt das Aiming bei Navi. Geben sich da beides nix. Navi ist gerade on point, haben bisher nur diese 4 Runden hintereinander verloren und sind jetzt hier schon auf einem richtigen Winning Streak. Und ich meine, Zipnix ist ja ein wirklich sehr, sehr starker Spieler, aber das 1 gegen 4 jetzt zu gewinnen, das traue ich ihm vielleicht nicht unbedingt gerade zu. Ja. Die hocken halt komplett auf der Bombe. Ja. Die könnten da 2 Türmchen machen und alles abzielen. So. Ja, ich glaube, er versucht hier hauptsächlich noch vielleicht ein bisschen was rauszuziehen. Bisschen Schaden zu machen. Wen zu kriegen, genau. So, er holt auch noch Zeug. Und er kriegt auch noch Edward. Aber Guardian macht ihn. Eieiei. Achte Runde, Navi. Er hat es doch geschafft. Viel Schaden gemacht. Einzige Problem, beide AWPs haben überlebt. Und jetzt muss man gucken. Ja. Pistol Kevlar bei diesmal. Mal sehen, ob man es jetzt mal schnell vielleicht auf einem der Spots versucht.
so ein bisschen, ja, ein bisschen ist, mal die Geschwindigkeit ändern. Böb, das könnte jetzt wichtig sein. Böb ist 12 und ich bin 13 an, wer war's? Crytyg? Ja, aber da sind sie schon. Ja. Drei Leute sind hier. Vierter auch schon da. Gut aufgepasst. Oh, Guardian verschießt. Sieht man nicht oft. Den hat er aber sicher. Und auch den bekommt er. Die zweiten auch. Und zwei Kills. Ja. So das Mindeste, was man in so einer Runde auf jeden Fall machen will, machen sollte. Schlussendlich viel Schaden war es dann nicht dafür, dass man den Piste Kevlar beigemacht hat. Ja. Aber jetzt zählt es. Sie müssen die letzten beiden Runden müssen sie holen. Ja, die letzten beiden Runden müssen ihnen gehören, weil 9-6 finde ich ist ein Standardergebnis auf Mirage und wobei man schon fast sagen müsste, in letzter Zeit ist die T-Seite einfach immer stärker geworden. Also ein 8-7, 9-6 gehört wirklich eigentlich zu den Standardergebnissen dazu. Wenn nicht sogar ein Sieg auf der T-Seite. Ja gut, ein Sieger auf der T-Seite ist immer so eine Sache, aber seit sich das so ein bisschen verschoben hat, dass man auf der T-Seite generell mehr Runden holt, ist so ein 9-6 auf jeden Fall drin. So, und jetzt kommen die Mitte Smokes. Schön aufgepasst von Cajun B, nimmt Flamey raus. Man lässt den A-Spot halt gerade komplett offen bei Navi. Also, die wollen hier komplett, wie viel Kontrolle die in Mitte haben. Und jetzt baut man hier Richtung B auf. So aus. Und da Radien steht, scheint es ein bisschen zu riechen. Und auch siehst, also beide AWPs zielen gerade Richtung B ab. Und wenn dann ein guter Go von Astralis kommt, dann sieht das ganz schlecht aus für Navi. Aber hier geht Cajun B raus. Das sollte nur der Fake auf A sein. Der funktioniert einigermaßen, aber Radien hat es gesehen. Und ja, einfacher Kill für ihn, der wurde erst von kurz abgelenkt und er bekommt auch noch die Weiß. Starker Shot, dritten kriegt er auch noch. Und den vierten macht er. 4K, ich glaub's nicht. Er macht's halt einfach easy peasy. Ja, und 10 zu 4 Astralis gehen hier mit wenig Geld in die letzte Runde der ersten Halbzeit. Ihr seht's, Kerrigan, der muss hier schon auf die Galil gehen. Ist noch okay zum Kaufen, auch wenn man da nicht ganz so viel Equipment hat. Aber mit den 5 Smokes oder 4 Smokes kann man auf jeden Fall arbeiten. Ja, trotzdem, ideal ist das nicht. Vor allem, man darf nicht vergessen, man hat jetzt die letzten 7 Runden alle verloren. Es wird nicht einfacher, jetzt diese Runde auch noch zu holen. Ja. Ja, und 4 Runden am Ende könnte zu wenig sein. So, und jetzt geht's hier schnell in den Connector rein und da fällt auch Edward und Guardian, auch der Kurzspieler da mit Down. Zeus geht direkt raus, aber der Kurzgo ist in vollem Gang und da fällt auch Siehst, die Bombe kann jetzt auf den Basepot gelegt werden, Überzahlsituation für Astralis. Ja, und auch Dupree macht das sehr gut, er geht da nicht noch groß wo drauf, sondern verschiebt jetzt ganz hinten rum, um seinen Mates dann helfen zu können. Geht auch über die Mitte, aber jetzt muss er aufpassen, da kommt Flamey. Und den Kill bekommt er nicht. Also Two-on-Two-Situation. Beide Spieler haben ein Kit von Natus Winkere. Und Sipnix, der Kill muss sitzen, aber er macht ihn nicht. Und damit ist es nur noch Kerrigan. Wieder eine Klatsch-Situation für ihn. Eben hat er es nicht geschafft. Die muss er jetzt holen. So, Smoke auf die Bombe. Doppel-Smoke auf die Bombe. Den ersten hat er. Der zweite ist Low HP. Ja, und er macht es so gut. Und er macht den Headshot. Richtig schön. Schöner Klatsch von Kerrigan. Richtig gut ausgespielt. Und damit das 10 zu 5 zur Halbzeit für Natus Winkere. Und ich glaube, das war ganz gut, dass Astralis hier die letzte Runde da nochmal für sich entscheiden konnte. So, jetzt ist hier erstmal, nicht, dass ihr euch wundert, das ist Ezea-Server. Da wartet man immer auf das Ready von den Teams. Der Chat ist ausgestellt, das heißt, wir können hier nicht sehen, wann die Teams ready machen. Also müssen wir noch einen kurzen Moment warten. Ja, kennt man ja. So, hier wird es gerade auch geschrieben, Guardian down, Runde lost. Und es ist, es ist schon bezeichnend, es gibt kaum ein Team, meiner Meinung nach, das so sehr auf einen Spieler, von einem Spieler abhängig ist, wie Navi von Guardian. Ja, aber das liegt natürlich auch an Guardian, weil einfach der haut halt immer einen raus. Ja, der ist halt ein Spieler, der sieht gegen jeden anderen Spieler gut aus. Ja. Ja, also ist definitiv einer der besten Spieler der Welt. Gerade mit der AWP, und das sieht man immer wieder, wenn du so einen dabei hast, der schießt natürlich sehr viel um. Genau. Und da kann man auch gut drauf aufbauen. Ja, und wir sind in der zweiten Halbzeit. Astralis jetzt auf der CT-Seite, Navi
auf der T-Seite. Sag einfach Navi. Ich versuch's wirklich, Leute. Vollkommen wurscht. Vollkommen wurscht. Keiner von den Leuten, die da gerade was erzählt, weiß, wie es wirklich ausgesprochen wird. Oh, du hast recht, das ist ja Latein. Das Latein ist ja eine tote Sprache. Vielleicht sag ich es ja richtig und alle anderen sagen es falsch. Nein. Solange ihr wisst, was gemeint ist. Boah, dicker Headshot gegen Dupree. Der hat nur noch 4 HP. Dupree hätte selber fast Seiten gegeben. Ja. Oh, der ist so tot. Keine Chance. Oh, und da holt er auch noch die Weiß. Holt sich noch einen. So, und jetzt kommt's auf Cajun B an. Oh, starker Headshot hier nochmal gegen Flamey. Wenn er da, oh, aber guck dir Zeus an. Cajun B jetzt auch ja, down. Da ist es nur noch Kerrigan. Halt. Pistol Round geht an Navi und damit, ja, Runde Nummer 11 auf dem Konto der Ukrainer. Ich glaube, sie sind mehr aus der CIS-Region. Das wollen sie, glaube ich, eher haben. Aber in der ESEA sieht man da immer die ukrainische Flagge. Und ja, Astralis, kein Force-Buy. Und das finde ich gut an der Stelle. Gut, man kauft zumindest Pistols. Das kann man sich normalerweise erlauben. Ja. Die werden nächste Runde nochmal eine Eco einlegen. Ja. Sind halt oft diese 700 fürs für den Armor, fürs Kevlar, die viel ausmachen können, die man in der ersten Waffenrunde dann auf jeden Fall sehr gerne haben würde, um mehr Granaten zu kaufen. Ja. So, und bitte, Leute, fangt jetzt im Chat keine Diskussion darüber an, wie man Winkere oder ob man Winkere oder Winzere ausspricht. Es ist, niemand weiß es exakt. Niemand. Und jeder, der es behauptet, lügt. Ignorier die am besten einfach. Wir ignorieren die Leute jetzt einfach, genau. Oder zumindest die sich nicht normal unterhalten. Cajun B, ja, direkter Headshot, da hat den Vorteil. Weiter von der Kante weg, die von beiden Spielern abgezielt wird. Und auch hier, Flamey macht den, kriegt keinen Kill, sondern stirbt an der Stelle. Cajun B mit der und das sieht richtig gut aus hier für Astralis. Auch da nur noch ein HP bei Guardian. Cajun B immer noch an der Galil. Der hat auch einen Kevlar dabei, das heißt, der Aimpunch wird hier nichts machen. So, und Zipnix hat dann Füßchen jetzt ist gesehen. Es durch Guardian. 1 gegen 4 mit einem HP. Kann er es hier noch retten? Ja. Oder sehen wir hier jetzt das Wiederaufkommen der OPCZ? So. Denn die haben gerade richtig den Schaden hier angerichtet. Ja, was heißt OP? Ich finde sie inzwischen eigentlich recht balanced. Deswegen sage ich das Wiederaufkommen. So, Guardian bekommt den ersten, aber auf dem Spot hat man hier schon Kerrigan stehen. Der hat keine Zeit mehr. Jetzt. Ja, keine Chance. Ja, da ist passiert, nicht mal ein Bombenplant hat man noch bekommen. Und auch der wäre halt auch sehr schwierig gewesen. Bedeutet jetzt für Navi, Force-Buy. Die haben nämlich noch die haben noch 5 Runden Vorsprung, können sich den Force-Buy hier also erlauben. Und das ist halt mal der komplette Deagle-Force-Buy-Böb. Ja? Ja, schön. So will man das sehen. Mein Astralis geht auf ihre CZs und bei Navi macht man das immer schön mit der Deagle. Ja. Beide eine sehr unterschiedliche Spielrichtung. Ja. Ne, bei der CZ kannst du jemanden überlaufen im Nahkampf und mit der Deagle stehst du am besten so weit weg wie geht und gibst Einzelschüsse ab. So, und gucken auf den Aufbau. 2 Spieler jetzt an der Action. Und es sieht nach einem A-Split aus. Das kommt aber drauf an, wie gut hier Edward und Siehst aus der Mitte rauskommen. Ach, man macht zumindest schon mal ein bisschen Schaden. So, und jetzt geht's raus. Flamey mit dem Headshot Flamey gegen Kerrigan. Also gegen Cajun B, der an der Kerrigan-Position steht. Da muss man bei Astralis-Spielen ja immer aufpassen. Und ja, jetzt geht. Und Guardian! Mit der Mini-AWP den nächsten Gesetz. Holt man sich das hier jetzt direkt wieder zurück? So, aber Device aus der City-Base. Ist da immer eine Joker-Posi, wenn du da noch einen Spieler hast? Denn der kann jetzt auf jeden Fall den Bomb-Plant verzögern. Und solange Dupree hier auch noch Connector unter Kontrolle hat, ist auch der Bomben-Plant Richtung kurz nicht möglich für Navi. Also, die Runde ist noch nicht gewonnen für Navi. Die müssen jetzt erstmal zum Bomben-Plant kommen. Sie wollen auch für kurz legen, Dupree. Ja, kassiert da auch einen Headshot von Flamey. Kerrigan von der Seite holt da 2 und das war jetzt der Neckbreaker für Navi. Oh, am Ende macht's Device und die 7. Runde für Astralis. Und Natus Winkere, die müssen jetzt definitiv in die Eco gehen. Ja, ich dachte, sie würden es sich vielleicht direkt wieder zurückholen.
Aber sie haben es leider nicht geschafft. Ich meine, die beiden Headshots, die wir am Anfang gesehen haben, die waren schon wirklich schön anzusehen. Das ist halt die Deagle, ne? Also viel schönere Headshots kannst du einfach nicht geben. Aber leider hat es dann nicht gereicht. Gut, ich sage leider, ich sehe halt immer ganz gerne, wenn solche Pistol Force Buys das im Grunde dagegen schaffen. Ja, ist halt immer eine Überraschung. Double Nate von Kerrigan. Nate zieht hier nochmal durch. Aber Dupree halt macht den einen. Als wenn man so zerschossen wird. Ne? Das war sehr schön gespielt von Astralis. Aber es ist halt dann nicht so die interessanteste Runde insgesamt. Ja. Ne? Weil das Ergebnis steht schon relativ früh fest. Genau, so ein Astralis, die gehen jetzt auch bei Device hier auf die AWP. Hatten sie die letzte Runde schon? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht genau. Und bei Navi jetzt die nächste Waffenrunde. Zwei Mann übers Haus. Ich nehme mal, einer wird dann noch in den Underground gehen. Und zwei Mann über Mitte. Aber man will die Mitte offensiv angehen bei Astralis. Zumindest versucht man dann Pick zu setzen. Jetzt zieht man sich hier wieder zurück über den Underground. Aber Zeus sitzt da und Sipnix zielt ihn. Und jetzt geht er gerade weg. Bitteres Timing dafür Sipnix. Das wäre ein einfacher Kill gewesen. Und Dupree, der muss jetzt aufpassen. So schnell wie möglich von kurz weg. Ja, und Zeus bekommt seinen Kill. Und weil Sipnix gerade runtergucken wollte, wird er von der Mitte geholt. Und so hat man halt verzögert die Mitte bei Navi eingenommen und viel Kontrolle über die Map erlangt. Nicht nur das, auch drei Kills gemacht. Auch wenn Zeus hier Low HP ist. Da könnte hier von... Ah, Kerrigan hat nur eine Flash. Also eine HE wäre hier ins Gold wert. Damit würde man das Ganze in der 3 gegen 2 Situation bringen. Er hätte da mal mit Device getauscht. Ja. Der hätte noch eine. Device hinten am Kerrigan immer noch. Muss eigentlich auch aufpassen, dass er dann nicht umlaufen wird. Ja, aber das ist typischer Navi-Playstyle. Ja. Ist ja auch eigentlich richtig. Man wartet jetzt darauf, ob Astralis was versucht. Weil eigentlich ist Astralis jetzt das Team, das was machen muss. Die müssen sich wieder reinarbeiten. Wenn man 2 gegen 4, die müssten jetzt eigentlich versuchen, irgendwo was Gutes herzukriegen. Ja, und Device verschießt. Zeus macht den Kill, auch wenn er nur 12 HP hatte. Aber ich meine, ob er da mit 100 oder mit 12 reingeht, ist dann auch egal. Kerrigan bekommt nochmal den Kill gegen Edward. Einen. Aber das wird er nicht versuchen. Also es ist unmöglich für ihn, weil er halt... Jetzt kann sich Navi halt gut aufbauen, kann sich gute Positionen suchen. Und ja, die wissen es auch schon. Einer schon an kurz vorne, einer hat die City-Base komplett eingenommen. Und hinten, da geht siehst wahrscheinlich direkt das B-Haus abzielen. Und damit keine Chance hier für Kerrigan noch irgendwas zu machen. Ja, er muss versuchen zu überleben, aber steht dann natürlich, sie wissen, wo er ist. Und jetzt ist er tot. Wieder geholt. Und die 12. Runde für Navi und Astralis. Wenig Geld. Also die AWP kann man weiterlegen, da war auch eine Max 7 drin, die kann man vor allem gut an B spielen. Also es ist noch okay, aber man hat wenig Equipment. Also die Sache ohne ist, irgendwas, ja. Wenn man es natürlich jetzt verliert, geht man im Grunde ganz am Anfang wieder da. Man hat kein Geld, wird auf jeden Fall eine Eco einlegen müssen. Und dann könnte Navi hier schon 14 Runden haben und das ist schon einiges. Ja. So, das heißt, das ist jetzt eine super entscheidende Runde für Astralis. Also die müssen sie auf jeden Fall holen. Spielen das jetzt auch mit mehr B-Fokus, also bauen hier um. Gehen davor, wir gucken uns mal an. Sipnix, der schließt jetzt aus. Die Flash hat das natürlich verraten, was da gespielt wurde. Jetzt wieder verzögert die Mitte eingenommen von Navi. Aber da steht auch kein Astralis-Spieler, der direkt dagegen hält. Einen im Mini-Window, einen am Connector. Also will man hier sozusagen mehr die Ghosts aufhalten als die Mitte direkt unter Kontrolle zu halten. Die Bombe jetzt unterwegs Richtung A. Man hat einen Spieler in der Mitte hinter den Kisten. Der bekommt jetzt noch Unterstützung von Siest. Und... Ja, wer holt hier den ersten Pick? Darauf könnte es jetzt ankommen. So, Cajun B nach dem Contact sofort weg. Auch wenn er den Kill da nicht setzen konnte, weil er hat da viel zu wenig Deckung, um da länger stehen zu bleiben. Dupree, das ist jetzt natürlich komplett All-In-Posi. Da hat er keine Chance, sobald jemand das Eck, und das muss eigentlich immer abgezielt werden, dieses Eck. Ja, aber so oft steht man in Pro-Games da nicht. So, er macht den ersten, bekommt auch noch den zweiten. Schön gemacht, Cajun B bekommt noch einen Kill in der Mitte. Da war, ja, Edward bekommt auch noch einen, aber Cajun B holt Zeus in die Runde, sieht so aus, als würde es Astralis machen. Ja, und da macht Cajun B auch noch den letzten. Schöne Runde von ihm, aber auch von Device, der da mit seinem, war es Device? Ich glaube, es war Device, der da mit seinem, nee, es war Dupree.
Tatsache, der da mit seiner, genau, mit seiner Mac 7 stand. Richtig schön gemacht. Den ersten geholt, den zweiten dann auch richtig super gepiekt, die Ave da. War natürlich sein Vorteil, dass es die Ave war, die ihn dann schlecht in so einer nahen Entfernung, ist sie halt nicht ganz so gut aus einzusetzen. Ja. Da gab's schon einen Hit gegen Edward. Die müssen jetzt nochmal in die Eco bei Navi. Die, ja, weiß aber auch schon auf 42 HP. Genau, anstatt hier Astralis in die Eco zu zwingen, ist man leider selber da reingezwungen worden. Ja, und das jetzt und natürlich so kann natürlich Astralis jetzt aufschließen. Du willst immer das sagen, was ich sage. Ja. Hör auf. Ja. Lese deine Gedanken. Ja, Device bekommt noch einen Kill gegen Flamey aus der Action und holt sich da auch noch Guardian. Oder hat er ihn dann Mitte, den ersten? Gut, ich glaube an Mitte. Ist nicht ganz gesehen. Und ja, damit die 10. Runde für Astralis. Und wir haben das schon öfter gesagt, wenn du da bei der 10. Runde bist, da ist dann wieder alles drin, wenn du so ein, wenn du so ein Comeback starten musst. Und sie mussten ja ein Comeback starten. Waren mit 5 Runden im Rückstand, haben auch noch die Pistol Round verloren, haben sich dann aber den Force Buy in der 2. Runde auf der 2. Halbzeit wiedergeholt. Und deswegen haben wir jetzt hier ein 10-12. Navi, aber bisher auch schon mit ein paar Waffenrunden gewesen. Also es ist noch nicht in trockenen Tüchern für Astralis, aber auch noch nicht für Natus Winkere. Wir haben hier also ein komplett offenes Game vor uns. Sieht nichts mit dem Molotow. Will er hier natürlich ein bisschen Zeit rausholen. Der zwingt Guardian da, sich ein bisschen zurückzuziehen, defensivere Posi einzunehmen. Und man spielt jetzt mit 2 Spielern übers Haus. Lässt die Action Navi komplett offen. Sie spielen Navi-Style. Ihren Stärken. Ja. Alles richtig langsam gucken, kriegt man irgendwo was. Aber warum sollte man das nicht machen, wenn's doch funktioniert? Warum sollte man das nicht machen? Ist ja natürlich für uns dann immer so eine Sache, jetzt die Zeit zu füllen, wenn man hier eine Minute runterlaufen lässt. Ja, sie bauen jetzt Richtung A auf. Es könnte ein Standard-A-Go werden. Jetzt kommen noch mal die Second Smokes von Astralis. Sie ist derjenige, der hier abzielt. Aber er hat noch unten... Nee, es ist jemand anders. Habe ich mich gerade wieder vertan. Ich bin heute noch nicht so drin. Ja, das kommt dann in Game 3 und 4. Da gehe ich dann richtig ab. Ja, sowieso. Ich meine, in den letzten Wochen haben wir auch vergleichsweise wenig gecastet. Ja. War ja wenig los. So, und jetzt kommt hier der Go überwiegend übers Haus. Die Flashes sitzen gut. Aber aus dem Sandwich, Get Right, macht Dupree ein, macht den zweiten. Dritten kriegt er auch noch. Jetzt muss er die Waffe wechseln. Kerrigan bekommt noch den Spieler an der Action. Jetzt ist es nur noch Flamey. Holt auch noch mal Kerrigan. Aber das ist der Headshot von Dupree. Oh, Dupree. Im Sprung, Kugli-Style. Und damit die 11. Runde, Anschlussrunde für Astralis. Ah, richtig stark. Ja. Und da ist die Pause. Und ich vermute hier ein Timeout von Natus Winkere. Und ja, die müssen sich jetzt was überlegen. Genau, weil dieser Argo, das war ein Argo, den man so echt nicht oft gesehen hat im Pro-Bereich. Der überwiegend übers Haus gespielt wurde, mit vielen Granaten aus dem Haus raus. Eine Smoke, die oben auf dem Holz liegt, viele Flashes, dazu noch der Druck von der Action. Und das ist halt was völlig Unerwartetes für ein Team wie Astralis. Aber die Posi von Dupree halt in dem Moment Gold wert, weil die genau dafür da ist, um das Haus richtig, richtig gut abzuzielen und noch eine Flanke zu bilden. Ja, aber das Problem an dem Ganzen ist halt, dass es halt im Haus ein Bottleneck ist. Ja. Das hat man gesehen. Sie sind da halt raus durch die Smoke und sie sind halt alle zerschossen worden. Ich glaube, einer ist rausgekommen und on spot, aber das war dann auch der letzte und bis dahin hatte man was, 1 oder 2 Kills erst geholt. Das ist das Problem an der Posi. Ja. Gerade wenn du eine Ave dann im Jungle stehen hast oder so, wenn die mitkriegt, oh, da kommt was raus, schieß mal einmal da oben in die Tür rein, im Grunde, selbst wenn du sie nicht sehen kannst. Und du kannst auch gerne 2 oder 3 holen in einem, weil die halt alle auf so einem Mini-Schlitz draufstehen. So, wir gehen auch nochmal kurz in die Kamera während der Pause. We don't know if it's tactical or technical. Also wir wissen nicht, ob es taktisch oder technisch ist. Deswegen, gehen wir immer in den Pausen aus dem Spiel kurz raus. Wir haben das noch alles im Blick. Oh, und die Pause ist auch gerade wieder rausgenommen worden. Das heißt, wir können wieder reingehen. Geht gleich weiter. Ich nehme an, wenn es so kurz war, da ist auch keiner gedroppt oder so. Das wird eine taktische Pause gewesen sein. So, und please no spoilerino to all you English people. You will get a timeout if you do it. Also, keine Spoiler. Auch nochmal an alle, die sonst
keinen deutschen Stream gucken, auch wenn sie Deutsch können. Keine Spoiler hier, das gibt nämlich ein Timeout. Damit verderbt genauso ihr nur anderen wenig, den Spaß. Genauso wenig dürft ihr hier unnötige Cheat-Vorwürfe reinsetzen. Dazu zählt WAC übrigens auch. Steht in den Regeln, könnt ihr euch angucken. Ja. So, jetzt geht's hier auf B. Oh ja, Vollgas. Da steht nix. Sipnix macht ein. Kerrigan ist auch noch dabei. Device jetzt mit der AWP. Schießt da sogar noch Guardian an. So, und der war einfach. Sipnix weiß auch, wo der letzte ist. Kein Geheimnis. Und da ist es Device, der ihn macht. Immerhin noch ein Kill für Natus Winkerill. Aber das 12:12 für Astralis, das war hier nicht abzuwenden. Aber das war auch nur eine Eco. Jetzt gehen wir in die nächste Waffenrunde für Natus Winkerill. Und wieder die AWP an Guardian. Und auf ihn wird es jetzt so ein bisschen ankommen. Also wenn in den entscheidenden Runden, da muss er funktionieren. Ja, definitiv. Hat jetzt seine AWP in der Hand. Die Frage ist, kommt man hier durch die Verteidigung von Astralis durch? Bisher ist es noch nicht groß gelungen. Ja. Man konnte nur die erste und dann die fünfte Runde holen, aber sonst nichts. Und wenn man da nicht bald was findet, was man dagegen setzen kann, dann sieht es sehr gut aus für Astralis. Ja. So. Wieder sehr langsam. Jetzt geht's den Underground vor, also wieder die späte Mitte-Kontrolle bei Natus Winkerill. Und da ist Guardian. Natürlich eine Posi, die so extrem schwer abzuzielen ist, weil du nicht weißt, ob der T hochläuft Richtung Nuki oder ob er halt runterläuft Richtung Connector. Und da hat man sich halt... Der kann auch über kurz kommen. Ja. Das muss man auch drauf im Blick haben. Deswegen, das ist ganz schwer, das da dann abzuzielen. Da hat halt... Ja, da war Guardian einfach im Vorteil. Und auch hier, Kerrigan kann keinen Kill machen. Zwei Mann Überzahlsituation für Astralis. Und da ist auch der Refrag von Guardian da. Der B-Spot ist offen, die Rotation kommt. Aber Dupree, der will über die Mitte nachschieben. Und KJB ist schon von hinten da. Von hinten. Aber er ist zu weit weg, um den Bombenplan zu verhindern. Und er weiß auch nicht, ab wann er eigentlich leise sein muss. Deswegen bleibt er so früh wie möglich leise. Dupree bekommt noch den Kill gegen Zeus. Guardian zielt ihn an. So, ja, KJB mit der Joker-Posi übers Haus. Aber da muss er eigentlich abgezielt werden. Wenn jetzt noch niemand an der Küche ist, dann muss... Jetzt ist Dupree in der Küche da. Der müsste jetzt noch ein bisschen ablenken. So, und KJB macht aus dem Haus den Kill. Jetzt ist es Guardian einfacher für ihn. Und Flamey holt den zweiten, 13. Runde für Natus Winkerill. Und der Timeout, der hat funktioniert. Und es war jetzt wirklich... Was hat man vorher gemacht bei Navi? Man ist mehr auf die Goes, auf den Spot gegangen. A-Go, B-Go, hat alles nicht funktioniert. Und hier... hier hat man jetzt wesentlich früher die Mitte-Kontrolle angespielt, ist wesentlich schneller Richtung kurz durch, konnte da beide Picks setzen, der B-Spot damit extrem gut angreifbar gewesen, kann dann noch den Kill auf dem Spot machen und damit war die Runde dann eigentlich schon so gut wie gegessen. Der Versuch von KJB da nochmal A durchzupushen, von hinten zu kommen, der hat die Runde für Astralis nochmal so ein bisschen aufgemacht, aber am Ende hat es nicht gereicht. Und die Umstellung auf mehr Mitte-Kontrolle bei Navi, die hat dann am Ende funktioniert. Device geht jetzt vor, hat eingesehen, macht den Kill. Und kommt da sogar weg, Guardian verschießt. Und das ist eigentlich ein sicherer für ihn. Ja, den hätte er machen müssen. So, die Flashes kommen, Edward ist schon raus, macht ein, da ist der Refrag von Device da. Jetzt ist Kerrigan von kurz, der weiß, dass einer oben steht, einer unten, das war ein, das war ein One-Shot. Und damit ist es nur noch Guardian gegen 4. Gut, das wird jetzt ganz schwer für ihn. Ja. 1:10 noch auf der Uhr, also wenn er hier überlegt, safen zu gehen. Naja, und dann hat man wieder eine gewonnen. Ja, warum geht die Weiß denn da noch hoch? Ja, man hat gedacht vielleicht, dass er wirklich wegläuft. Und ja, man wollte hinterher, man will ihm die AWP für die nächste Runde nicht lassen. Denn eine gewonnen, dann direkt wieder verloren. Ich glaube, sie wollen ihn sogar nach... dann kein Geld haben. Sie wollen ihn, glaube ich, sogar nach der Zeit holen. Gut, das ist immer das Idealste, natürlich. Ja, aber das... Guardian wird vorher... Der wird vorher... versuchen zu sterben. Seht er erstmal nach. Ja, und dann das Dupree. Hat die dann leider umgebracht. Durch die Wand 13-13, Astralis gleicht wieder aus und das ist jetzt für Natus Winkerill natürlich hier Worst Case. Hier hatten sie den Loser-Bonus, dann haben sie die Runde gewonnen. Jetzt haben sie die Runde direkt wieder verloren, dann ist er wieder weg. Das heißt, sie müssen jetzt eigentlich direkt wieder in die Eco gehen und bei dem Spielstand sollte man auch tatsächlich sparen, denn das wird dann die 14. Runde für Astralis. Danach eine neue Waffenrunde für Navi, also immer noch die Möglichkeit, das Ganze in der regulären Spielzeit zu holen. Ich weiß ja, aber auch die nächste Waffenrunde in der nächsten Runde, wenn man hier die Bombe nicht legen kann, sieht das nicht gut aus. Seast hat nur 1400 und auch Flamey nur 1800. Das ist insgesamt ein bisschen wenig, um gut nächste Runde kaufen zu können. Ja.
Also man sollte hier auf jeden Fall versuchen, auf den Bombenplan zu kommen. Diese 800 wären mega, aber wir sehen es, Device steht da perfekt, ja. Holt sich auch den Kill richtig schön. Musst du da viel korrigieren und... Ja, und jetzt kommt auch schon Rotation, man weiß, das wird jetzt A. So, Dupree macht ein, wird ja, hier Bombe angegangen, auch kriegt down. Auch noch einen zweiten, ja. Cajun B hilft noch aus. Und den letzten macht er auch noch, 3 Kills für ihn die Runde. Und vor allem, er spielt ein wirklich gutes Sandwich-Posi da. Also definitiv. Immer wieder ist ja auch viele eine starke Kills. Posi, wenn du Backup von anderen Seiten kriegst. Genau, wenn du da alleine stehst. Wenn du nicht im Fokus bist. Ja. Wir haben auch, glaube ich, gesehen, das war Astralis, die das gemacht haben, die dann Molotow hingeworfen haben in einer ihrer Runden. Ja, also, sollte man sagen, definitiv machen. Also um genau, einfach um ne, das auszuschließen. Sagen, kann ja gut sein, dass du da drin stehst, hier hast du Molotow und wenn du da drauf läufst, wirst du halt abgeschossen. Ja. Oh, die Nades. Okay, Cajun B. Der kann jetzt beide. Oh, aber er kriegt keinen! Guardian. Er macht nicht mal groß Schaden. Macht den Kill Dupree, aber mit der HE den Kill gemacht. So. Kurzer Hänger und. Ja. Zeus bekommt noch einen, aber der Refract von Kerrigan sitzt. Device. Hat er den Spieler am Neo geholt? Die Bombe jetzt gelegt? Nein, das wurde verhindert von Sipnix. Oh, das ist so bitter. Ja, und. Damit jetzt ist es steht nur da noch flamey. Geht. Und da ist er tot, er verbrennt. Was macht er denn da? Wird er geröstet. So, und damit die 15. Runde für Astralis. Das war die Chance jetzt gerade nochmal für Navi, um hier wieder zurück ins Spiel zu kommen. Und die haben sie nicht nutzen können. Deswegen müssen sie jetzt hier um die Overtime oder ums Draw spielen. Ich weiß es gerade nicht genau, was hier, ob es hier eine Overtime gibt. Aber ich nehme an, es gibt Overtimes. So, und das muss jetzt hier der Forceball richten. Kann ich hier leider gerade auch nicht beantworten. Genau, erstmal müssen sie hier den Forceball überhaupt holen, um dafür eine Chance zu haben. Und Edward kriegt schon ein bisschen was ab, das sieht also nicht gut aus. So, und... Ja, wieder viel Mittekontrolle. Device da im Window of Kerrigan, da wird es wahrscheinlich so ein bisschen ankommen, denn der steht an kurz im Mini-Window drin. Wenn sie da an ihm vorbeilaufen, dann sollte das hier ein Schlachtfest werden. Ja. Smoke da nochmal ab, das verrät natürlich seine Posi, aber dadurch sieht er auch nicht, wenn jemand kurz durchgeht. Und Flamey ist da durch. Aber man hat halt schon 2 Kills gemacht, also, naja. Oh, und da wird er so abgewartet von Sipnix. Gut, hat funktioniert und damit 3-Mann-Überzahl für Astralis. Das sieht nicht gut aus für Navi und da fallen ja, sie auch beide auch schon zu 16, Ende. 13 am Ende.